Ja, guten Morgen Leute. Es ist jetzt hier der dritte Tag von meinem Vlogmas-Special und heute ist dann die endgültige Reise nach Hause. Werde ich gleich noch frühstücken gehen, mir den Magen vollhauen und dann geht's nach Hause, 5 Stunden ungefähr, und dann sollte ich auch beim hoffentlich guten Verkehr gut durchkommen. Geht's erstmal frühstücken, vielleicht zeige ich euch mal hier irgendwo, was es hier Leckeres gibt. Ansonsten sehen wir uns später wieder. Ja, hallo Leute, ich bin jetzt hier aus dem Auto, bin auf der A2 Richtung Dortmund unterwegs und komme bisher relativ gut durch. Ich stand jetzt einmal nur im Stau irgendwo bei Herford, glaube ich, war es. Ansonsten ein bisschen Regen und es ist nicht mehr weit bis nach Hause. Noch unter 2 Stunden, dann bin ich endlich zu Hause nach über einem Tag fahren. Und ja, es ist auf jeden Fall schön, wieder in Deutschland zu sein. Man kann hier einfach schön geschmeidig mal 160, 180 oder was auch immer fahren. Ohne Geschwindigkeitslimit, wie es dann in Dänemark oder in Schweden der Fall war. Außerdem sind die Straßen hier frei. Nichts mit Nässe, nichts mit Eis, nichts mit Schnee. Hier ist auch relativ warm. 7 Grad oder so. Also von daher ist es super angenehm zum Fahren jetzt hier. Selbst bei 180. Ja. Ja, ich bin jetzt hier gerade an Köln vorbei, sind jetzt nur noch 50 Minuten bis nach Hause oder 45 sogar nur. Verkehr ist super, kein Stau, gar nichts, also perfekt. Ich freue mich auch schon, wenn ich dann gleich irgendwann zu Hause bin und was essen kann. Das Frühstück war zwar gut, aber ist jetzt auch schon wieder 4-5 Stunden her. Auf jeden Fall ist es ein echt schönes Gefühl, gleich wieder zu Hause zu sein und von der Familie empfangen zu werden, nach so einer langen Zeit. Das Auto hat erstaunlich gut durchgehalten, super, trotz der normalen Winterreifen, denn in Schweden haben die ja alle so Spikes in den Reifen, die natürlich nochmal für viel bessere Traktion sorgen, und ich bin auf jeden Fall ohne diese Spikes relativ gut durchgekommen, trotz des Heckantriebs, trotz des fehlenden ESPs und so weiter, halt ein altes Auto, aber ist einmal frei durchgekommen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich habe hier mega die Probleme, gerade im Schnee noch mit der Kiste. Achtung! Achtung, ja, ich fahre zu schnell. Wobei das Navi auch ziemlich spinnt. Also ich empfehle euch, wenn ihr die Navigon-App habt fürs iPhone oder fürs iPad, die ist sehr, sehr, sehr kacke, ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe die jetzt 1500 Kilometer fast benutzt und die App hat so oft daneben gelegen mit der Geschwindigkeit, mit der Strecke, mit der Route. Die hatte angezeigt, dass ich halt erst nochmal über Malmö fahre, über die Brücke, so wie ich es auch geplant hatte. Und auf einmal hat sie mich komplett umgeleitet und ich sollte über Helsingborg mit der Fähre fahren und schlag mich tot. Also dann nochmal wieder zurückfahren und so, also total seltsam. In Schweden kannte sie eine Straße komplett nicht und ich sollte dann mitten auf der Straße irgendwie am besten noch eine Vollbremsung machen und umdrehen und hast du nicht gesehen. Dann ja mit der Geschwindigkeit, so oft irgendwie eine ganz andere Geschwindigkeit, wie die App irgendwie sagt. Also total seltsam, ich weiß auch nicht, was da los ist. Und Navigon aktualisiert ja eigentlich ständig seine App, also kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, was da los ist. Bin jetzt zwischendurch mal auf die Google-Karten bzw. auf die Apple-Karten umgestiegen und das ging einwandfrei. Das Einzige, was natürlich praktisch ist bei der Navigon-App, sie zeigt Blitzer an oder sie kündigt es jedenfalls an. Was auf jeden Fall ziemlich praktisch ist, wenn man jetzt hier wieder in Deutschland unterwegs ist. Schweden und Dänemark, Dänemark weiß ich nicht so genau, aber in Schweden werden die Blitze auf jeden Fall angekündigt. Von daher gab es da gar keine Probleme. Leider hatte ich ja nicht mehr so viel Zeit in Lübeck. Ich wäre eigentlich gerne noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen dort. Aber ich wollte halt relativ früh los und hatte mich dann halt dagegen entschieden. Aber ich werde jetzt die nächsten Tage mal verschiedene Weihnachtsmärkte gehen oder in den nächsten Wochen auch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare unten, welche Weihnachtsmärkte ihr so empfehlen könnt in Deutschland, aus welcher Stadt ihr kommt, denn ich werde wahrscheinlich nach Köln, nach Magdeburg und
nach Koblenz fahren, gehen, wie auch immer. Da werde ich auf jeden Fall sein. Wenn ihr irgendwie aus den Städten kommt, könnt ihr auch ruhig mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann man sich ja mal treffen auf einen Glühwein oder so. Ja, Achtung, ist ja okay. Also, hier ist 120 und ich fahre knapp drüber und sag ich, die App meint auf jeden Fall, hier wäre nur 100. Echt ziemlich nervig. Naja, auf jeden Fall bin ich gleich zu Hause und melde mich einfach dann nochmal. Nicht vergessen, Daumen nach oben, wenn euch das gefällt hier, das mit dem Konzept, Vloggen ist und so weiter. Wenn euch das zu monoton ist, wenn ich noch ein bisschen mehr Weihnachtskram oder anderen Kram reinbringen soll, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare unten. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Bis später, Jungs und Mädels. So, ich bin jetzt hier endlich angekommen zu Hause. Nach einer sehr, sehr langen Reise. Schon meine ersten Sachen hier ausgepackt. Ich muss gleich erstmal hochtrappen. Fernseher. Das ist echt bei PS4 und so weiter. Hab mal ein paar Sachen im Auto. Ist echt so schön, wieder zu Hause zu sein. Ja. Jetzt noch ein paar Sachen hier im Auto. Werde ich dann aber mal gucken, wenn mein Vater dann erst später rausholen oder morgen, nicht mehr viel. Und soll es dann erstmal gewesen sein. Vielleicht melde ich mich später nochmal. Bis dann. Ja, Leute, der Tag nähert sich dem Ende. Ich gehe jetzt noch mit meiner Mutter was Nettes essen. Und das war's eigentlich. Ich bin jetzt hier noch großartig am Auspacken, meinen Fernseher am Aufbauen, Playstation am Aufbauen, Klamotten auspacken und so weiter. Das ist erstmal kurz fertig gemacht und wie gesagt, gehe jetzt erstmal noch mit meiner Mutter was essen. Und dann war's das eigentlich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut und ciao!